geholt. Und ja, wie wir es vorhin angesprochen haben, Stichwort RVD, ich vermute fast, da wird noch ein linker Innenverteidiger kommen. RVD und Hüsing zusammen könnte ich mir auch ganz gut vorstellen in der Innenverteidigung. Und da ist dann doch das 1-0. Eigentor. Aber wer muss jetzt die fahren? Es war ein Tor von Maicho für Hansa. Aber jetzt haben wir ein Problem. Du. Simon rein. Irgendwann hoffe ich, kommt jetzt mal der Assist, damit er ein bisschen ein paar Pluspunkte für sich sammelt. Wieder hoch rein. Wieder auf einen Rot gekleideten. Und jetzt Olli Hüsing. Nee. Felix Ruschke hat ihn reingeschickt. Felix Ruschke mit dem Kopf, nachdem der Torwart vorbeigeschnappt hat. In der Halbzeit kommen werden Kolke, Rosbach, Prüger, Ingelsson, Vasiliadis, Bachmann, Kinn, Zombie. Ja, also ich denke, das wird uns noch die eine oder andere Überraschung bescheren in der zweiten Halbzeit. Wobei man natürlich auch sagen muss, Maicho hat sich hier gut auf den Gegner eingestellt. Abit hat es immer wieder gesagt, die wissen seit 4 Wochen, wer hier heute kommt. Und das auch das relativ knappe Ergebnis von vor 2 Jahren. Zeigt ja, dass hier durchaus gute Arbeit geleistet wird. Klar, jetzt über rechts die Flanke von Neidhardt. Schön rein dort und... den hätte im zweiten Versuch. Erst dachte ich, Mensch, der Güler, den muss er doch machen dort. Dann prallt er ihm vom Oberschenkel weg. Aber das macht halt dann auch so das Näschen eines guten Stürmers aus. Der ich habe gerade mal so ein bisschen mir in den ersten 5 Minuten unsere taktische Ausrichtung angeguckt. Ist natürlich interessant, da wir ja nur mit Bachmann, Ingelsson, Prüger, Kinn Zombie, Vasiliadis und Hinterseher, der ja auch schon im Mittelfeld gespielt hat, eine ganze Menge Spieler auf dem Platz haben, die, wie gesagt, im Mittelfeld spielen. Und da ist auch schon Kinn Zombie mit seinem ersten Treffer für den FC Hansa. Sehr schön, die Nummer 27. Ja, reiht sich in den in die Torschützenliste ein. Also hier möchten sie wirklich bis zum Karriereende bleiben und darüber hinaus. Das heißt, das sind wirklich auch Typen, die du irgendwann mal im Verein einbauen kannst, weil denen glaubst du es auch, ne? Also, dass sie Hansa leben. So, jetzt sehen wir hier gerade nichts. Wenn jetzt ein Tor fällt. Doch, wir sehen das Tor von Kinn Zombie, sehr schön. 5-0, was ich aber allerdings viel... Von wem kam die Flanke? Oder, und wieder ein Verletzter. Wieder ein Verletzter. Oh nein, der Torwart ist wieder in einen reingerauscht, aber hier noch nicht. Also, der wird uns gut tun, der wird auch spielen. Also, der Junge wird spielen, und wird auch Tore machen. Das ist also ZOM dort, kann auch durchaus mal im Sturm spielen, braucht aber auch einen Brecher daneben sich. Jetzt schöne Kombination dort, nochmal durchgelassen, schöner Pass. Also das ist ja eine traumhafte Kombination. Junge, Junge, Junge. Also das war ja wirklich zack, zack, Bums und Ingelsson zwischen Torwart und dem Innenverteidiger mit seinen Grätschen rein. Dann, um die Gegner zu irritieren. Nein, keine kurze Variante. Einfach mal kurz auf die Rübe von Bachmann gesucht, der aber sagt, Mensch, da muss der Ball aber auch ankommen. Bleibt trotzdem in unseren Reihen der Ball. Kai Prüger geht wie immer ins 1 gegen 1 oder 1 gegen 2. Wunderbarer Ball da durch, 2 durch. Kinn Zombie, scharfer Steckpass und da ein Chor mit seinem ersten Tor. Aber also 30% gehen für Kai Prüger, 30% gehen da für Kinn Zombie für diesen scharfen Pass. Ja, Alois Schwarz. Doch immer häufig auf dieselbe Formation setzt. So, Kontersituation 3 gegen 1. 3 gegen 1 für uns. Ingelsson kriegt den Ball. Ingelsson frei vorm Tor, legt nochmal quer. Kai Prüger. Stark rausgespielt. Ja, das war mit Ansage. Also da haben wir die schnellen Spieler vorne gehabt.